Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar hier bei Fronius International. Heute widmen wir uns dem Thema PV-Großanlagen mit Fronius-Wechselrichter natürlich. Und in den Fokus rücken möchte ich dabei ein paar Tipps und Tricks, die ich herausgegriffen habe. Die Liste an Tipps und Tricks bei Großanlagen ist natürlich sehr, sehr lang. Das würde sich nicht alles in einem Webinar ausgehen. Aber ich habe ein paar wichtige, meiner Meinung nach, herausgegriffen, die ich vorstellen möchte. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Ich bin unterstützt heute durch meinen Kollegen Toni, ist hinter der Kamera und wird eure Fragen beantworten. Hier gleich meine erste Bitte an euch. Ihr kennt das wahrscheinlich eh schon, wenn ihr öfters bei den Webinaren dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, gerne das Chatfenster von GoToWebinar öffnen, Fragen durchschicken. Der Toni schreibt euch gerne auch zurück. Und sollten wir genügend Fragen haben, werden wir auch am Ende noch eine kurze Q&A-Session einbauen. Ja, mein Name ist Christoph Schierlinger, und ich werde Sie heute durch dieses Webinar führen. Und wie üblich möchte ich ganz kurz mit einem Blick auf die Agenda starten, was uns heute so erwarten wird. Ja, wir starten mit dem Fronius Portfolio, mit dem aktuellen. Welche Wechselrichter für Großanlagen kommen überhaupt gerade in Frage? Welche bekomme ich beim Großhändler? Dann geht es weiter in drei kurze Tipps und Tricks. Wie gesagt, die habe ich herausgegriffen. Das eine ist die Standardwahl, Vor- und Nachteile von zentraler und dezentraler Position der Wechselrichter. Macht nämlich auch einen großen Unterschied bei den Kosten. Oder kann einen großen Unterschied machen. Der zweite Punkt sind Netz- und Anlagenschutz. Da gibt es nämlich ein paar Möglichkeiten, wie ich auch mit Fronius hier ein paar Kosten sparen kann. Und der letzte Punkt wird Einspeisemanagement sein. Gibt vor allem bei uns in Österreich derzeit, ja, ich würde fast sagen, keine oder sehr wenige Anlagen, wo kein Einspeisemanagement gebraucht wird. Und ja, da gibt es mittlerweile auch schon integrierte Lösungen von Fronius, wo ich das Ganze ohne Third-Party-Controller lösen kann. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz Werbung machen, wenn ich hier schon auf der Bühne stehe. Wenn an diesen Punkten Interesse besteht, generell an den Produkten, wenn mehr dazu erfahren werden möchte, es gibt bei uns online die Anmeldemöglichkeit für Online-Trainings. Die haben etwas mehr Umfang, dauern so 1 bis 2 Stunden, wo definitiv mehr Input natürlich auch drinnen ist als bei so einem kurzen Webinar. Und gerne heißen wir Sie auch willkommen bei uns in Wels, in unserem Trainingscenter, für ein On-Site-Training. Da gibt es auch für gewerbliche Anlagen ein Eintagestraining, wo wir alles in Praxis und Theorie durchmachen. Gut, jetzt geht es aber in die Inhalte des heutigen Trainings und wir starten mit dem Portfolio für Commercial Anlagen. Und wir starten dabei mit einem etwas älteren Produkt, das sich bewährt hat am Markt und immer noch auch verfügbar ist am Markt. Es ist aus der Snap-Inverter-Reihe der Fronius Symo Advanced. Der Symo Advanced, den haben wir zwischen 10 und 20 kW erhältlich, hat eine MPP-Spannung von 200 bis 800 Volt auf der DC-Seite, also relativ kurze bis lange Stränge sind hier möglich und wir haben 2 MPP-Tracker, also können wir dementsprechend auch unterschiedliche Dachflächen, Ausrichtungen abbilden. Ja, dazugekommen ist heuer der Fronius Verto, den haben wir mit Mai in den ersten Märkten gelauncht, unter anderem auch in Österreich, Deutschland. Die weiteren Länder folgen nun Schritt für Schritt, also gerne auch den Großhändler schon kontaktieren, der kann euch dann auch schon Bescheid geben, wann er zum Beispiel in der Schweiz kommen wird. Und der Fronius Verto ergänzt unser Portfolio sehr, sehr gut, weil wir starten jetzt mal mit Leistungsklassen von 25 bis 33,33 kW, haben hier MPP-Spannungen von 150 Volt bis 870 Volt, also auch hier noch kürzere und etwas längere Stränge möglich. Und ganz wichtig sind 4 MPP-Tracker. Wie man sich vorstellen kann, sind also noch flexiblere oder ist das Gerät noch flexibler für unterschiedliche Dachausrichtungen verwendbar. Und wenn es dann etwas größer sein soll, wenn die 33 kW nicht mehr ausreichen, kann ich zum Beispiel auf den Fronius Tauro gehen.
Ein Gerät, das mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, mit 50 kW Leistungsklasse, Spannungen, also MPP-Spannungen von 400 bis 850 Volt und drei MPP-Tracker. Und wenn es noch größer sein soll, gibt es natürlich auch den Fronius Tauro Echo. Wer mit Fronius schon bewandert ist, der weiß, dass das Echo immer für einen kostenoptimierten Projektwechselrichter steht. Und Fronius Tauro Echo heißt, wir haben 50, 99 und 100 kW Leistungsklasse, einen etwas limitierteren Spannungsbereich, 580 bis 930. Also zu kurze Stränge wären hier nicht ideal. Ich würde hier gleich mit längeren Strängen starten und auch nur ein MPP-Tracker. Aber das macht es eben Echo. Wir haben hier ein sehr kostenoptimiertes Produkt für Großanlagen. Und wenn ich von Großanlagen spreche, dann meine ich zum Beispiel große Aufdachanlagen oder Freiflächenanlagen, alle in eine Richtung orientiert. Da brauche ich nicht zwingend mehrere MPP-Tracker. Da könnte ich dann zum Beispiel auch einen Tauro Echo verwenden. Ja, bleiben Sie auch gerne gespannt, denn dieses Portfolio wird sich natürlich laufend erweitern. Wir planen schon die nächsten Geräte, die ab nächstem Jahr dann rauskommen. Kommunikationsstart wird vielleicht etwas früher sein zu Teilen dieser Produkte. Also gerne gespannt bleiben und auf unserer Homepage die neuesten Updates holen. Gut, soweit zum Portfolio. Nun zum ersten Punkt bei meinen Tipps und Tricks. Und zwar die Standortwahl. Zu all unseren Produkten gilt ja, In- und Outdoor-Montage ist möglich. Das gilt beim Verto, beim Snappy, als auch beim Tauro. Sogar der Gen kann In- und Outdoor montiert werden. Das ist nichts Neues. Wir haben eine sehr hohe IP-Schutzklasse. Wichtig dabei ist die Installation auf festem, nicht brennbarem Untergrund. Da hat es eine Novellierung in der OEB-Richtlinie gegeben, darum auch hier nochmal der Input darauf zu achten bei der Installation. Der Temperaturbereich auch sehr großzügig bei minus 40 bis plus 60 Grad Celsius. Das unterstreicht nochmal, dass Outdoor genauso möglich ist. Die wichtige Fragestellung allerdings bei der Standardwahl ist, wo sind meine Wechselrichter positioniert? Möchte ich alle gesammelt in einem zentralen Systemdesign haben oder möchte ich dezentral, wie man im oberen Bild sieht, unter den Modulflächen draußen im Feld verteilt? Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Und die möchte ich ganz kurz durchgehen. Also prinzipiell, wo unterscheidet man hier? Man kann es hoffentlich auch in den Bildern ganz schnell und ganz gut erkennen. Links das zentrale System heißt also, dass alle Wechselrichter in meinem System gesammelt an einer Position sind, typischerweise nahe dem Einspeisepunkt, nahe dem Trafo. Das hat den großen Vorteil, dass der Zugang einfach ist, der Transport ist einfach. Ich brauche nicht hier Wege schaffen, um mit meinem LKW zum Beispiel raus ins Feld zu kommen. Als einfacher Zugang. Das hat eben für die Installation Vorteile als auch für den Service. Und was ich natürlich dafür brauche, sind dezentral gesetzte Strangsammlerboxen. Weil ich kann hier nicht mit 4, 6 oder 10 Quadrat Kabeln so lange DC-Strecken zurücklegen oder sollte es zumindest nicht und sammle hier lieber vorab schon meine Stränge zusammen und fahre dann mit größerem DC-Kabelquerschnitt zu meinen Wechselrichtern. Das ist also wieder ein Nachteil. Ich brauche zusätzliche Boxen. Der Vorteil aber, ich kann längere Strecken zurücklegen, weil auf der DC-Seite arbeiten wir ja mit höheren Spannungen, wodurch sich weniger Verlustleistungen ergeben. Als verglichen mit demselben Kabel, mit derselben Kabelstrecke auf der AC-Seite zum Beispiel. So, das wäre jetzt mal die zentrale Seite. Und auf dem rechten Bild sehen wir hier die dezentrale Systemtopologie. Wie der Name schon sagt, die Wechselrichter sind jetzt verteilt über das ganze Feld nahe den Modulflächen. Wir haben also etwas längere AC-Längen. Dafür kann ich meine Modulstränge direkt an den Wechselrichtern anschließen. Ich brauche also keine zusätzlichen Strangsammlerboxen. Ein weiterer Vorteil wäre hier zum Beispiel auch noch, dass ich direktes Strangmonitoring über unsere Tauro-Wechselrichter zum Beispiel machen kann.
Das würde unter Umständen mit dezentralen Strangsammlerboxen nicht funktionieren. Es gibt hier durchaus Boxen, die das auch können, aber eben mit Zusatzkosten. So, jetzt habe ich noch einen Blick auf die Wechselrichterfunktionen, die wir hier bieten können, weil, wie gesagt, diese Fragen muss ich mir jetzt mal stellen. Möchte ich dezentral oder zentral? Was passt für mein System besser? Und dann kann ich nämlich auch das Produkt auswählen, das am besten zu dieser Option passt. Und ein Produkt, das hier besonders heraussticht und sehr flexibel ist in der Auswahlmöglichkeit, ist einfach der Fronius Tauro. Wir haben links im Bild den Fronius Tauro in der Precombined-Variante. Das heißt, wir haben auf der DC-Seite große V-Klemmen, wo wir bis zu 95 Quadratmillimeter DC-Kabeln klemmen können, wo wir von unseren Strangsammlerboxen kommen. Wie gesagt, die Vorteile hier, integrierte V-Klemmen bis zu 95 Quadrat. Ich habe große Kabelquerschnitte und kann somit auch längere Strecken zurücklegen, ohne über Verlustgrenzen zu kommen. Und im rechten Bild sehen wir einen Tauro in der Direktvariante, der sich eben auszeichnet durch integrierte MC4-Stecker. Die sind original von Stäubli und ermöglichen es uns, die Stränge direkt draußen am Feld an den Wechselrichter anzuschließen. Bei einem 100 kW Tauro Echo sind es zum Beispiel 22 Stränge. Und hier kann ich dann also wirklich direkt alle 22 ohne Sammlerboxen an das Gerät anschließen. Und ein großer Vorteil ist hier sicher das Monitoring, das ich dann wirklich auf Strangebene machen kann. Strangsicherungen sind hier natürlich notwendig und die sind beim Tauro Direct natürlich mit integriert. Okay, also ein Punkt hier oder ein Tipp, den ich mitgeben möchte, ist unbedingt hier die Optionen auch abwägen. Wo würde ich mir am meisten Kosten ersparen? Ist es bei der dezentralen oder bei der zentralen Version? Wo sind Kabelkosten geringer? Wo kann ich vielleicht die Verlustleistung geringer halten? Das abwägen und dann auf das gewünschte Gerät gehen und die Option dann mit in die Kalkulation nehmen. Den zweiten Tipp, das war ja der Netz- und Anlagenschutz. Und da möchte ich jetzt weitergehen mit dem Punkt, gut, es ist notwendig. Wir wissen das von Großanlagen. Die sind dann vorgeschrieben in Österreich und Deutschland zum Beispiel ab einer Grenze von 30 kVA. Gibt Ausnahmen, gibt Unterschiede pro Land, pro Region. Aber prinzipiell heißt es, okay, ab 30 kVA ist ein NA-Schutz notwendig. Und warum brauchen wir den? Ganz sicher einfach für die Absicherung des Netzes. Wir müssen bei so großen Anlagen darauf schauen, dass bei Ausfall des Netzes diese Geräte auch vom Netz getrennt bleiben. Und das macht der Netzbetreiber gerne mit diesem Kuppelschalter, mit diesem NA-Schutz. So, und wir wissen auch, dass dieser NA-Schutz durchaus teuer sein kann. Diese Kuppelschalter vor allem, die können durchaus sehr teuer werden. Und da gibt es eine Möglichkeit, wie ich hier Kosten sparen kann mit Fronius integrierten Lösungen. Und ein Punkt dabei oder eine Rolle dabei spielt unsere integrierte Kommunikationskarte bei Fronius, der sogenannte Pilot. Der ist im linken Bild dargestellt und findet sich in jedem neuen Wechselrichter, Gen, Verto, Tauro. Die sind da überall mit drinnen, schauen gleich aus und sind auch gleich. Und auf dieser Platine sehen wir ganz links den kleinen orangen Stecker mit Kabelloop. Das ist der WSD-Kontakt, steht für Wired Shutdown und der ermöglicht uns, eine direkte Verbindung auf unsere AC-Relais zu legen. Das heißt, ich kann hier eine Auslöseeinrichtung kalibrieren oder anschließen und beim Betätigen dieser Auslöseeinrichtung, zum Beispiel ein NA-Schutz, würde wechselrichterseitig der AC-Relais aufmachen und vom Netz trennen. Also wir würden quasi die Funktion des Kuppelschalters übernehmen und könnten somit Kosten sparen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist aber unten dargestellt, bitte unbedingt vorher abklären mit dem Netzbetreiber. Es ist nicht überall möglich, obwohl wir hier eine Zertifizierung laut VDE erfüllen, sind Netzbetreiber teilweise doch auch auf der sicheren Seite unterwegs, irgendwo auch verständlich, und sie sagen, okay, es reicht nicht,
von Wechselrichter, von Produktseite her das zu lösen. Wir fordern eine separate Einheit, die das macht, einen separaten Kuppelschalter, dann ist dieser auch zu verwenden. Aber unbedingt abklären, vielleicht gibt es eine Möglichkeit bei Ihrem Netzbetreiber, das so umzusetzen. Gut, ich habe noch auch ein Detailbild mit, wo man den WSD-Kontakt, diesen Wired Shutdown im Einsatz sieht. Vorweg noch, okay, zur Erklärung, es ist eben eine Sicherheitseinrichtung, die wir hier verbaut haben. Die ist nicht nur gut für den NA-Schutz, sondern ich könnte ihn zum Beispiel auch verwenden für einen Pilztaster, für irgendeinen Notaustaster, um meine Geräte im Brandfall zum Beispiel stromlos zu schalten. Also auch dafür können die durchaus verwendet werden. Nur als Tipp am Rande. So, wie funktioniert es? Der WSD-Kontakt wird ab Werk ausgeliefert mit einer kleinen Kabelbrücke. Der sitzt auf dem In-Kontakt. Hier unten sieht man das noch. Hier auf dem In-Kontakt ist diese Kabelbrücke. Die würde ich entfernen und dann meine Auslöseeinrichtung vom NA-Schutz zum Beispiel. Da lege ich dann ein zweipoliges potenzialfreies einen Kontakt zu diesem In-Point und von da kann ich dann von Out weitergehen auf meine weiteren Geräte. Immer von In zu Out. Wichtig dabei auch noch, maximal 10 Geräte können hier verschalten werden. Bitte nicht über 100 Meter zwischen den Geräten gehen. Ich würde hier zu viel Spannungsverlust haben, sodass der Schaltvorgang vielleicht nicht mehr richtig funktioniert. Und ja, dann hätte ich die Möglichkeit, mehrere oder bis zu 10 Wechselrichter hier über einen NA-Schutz ausschalten zu lassen. Genau. Ja, der zweite Punkt somit abgeschlossen. Der erste war, um nochmal raufzuholen, die Systemtypologie, zentral, dezentral, Vor- und Nachteile. Der zweite, der NA-Schutz. Und jetzt geht's ans Einspeisemanagement. Gibt, wie ich vorher eingangs schon erwähnt habe, ich glaube österreichweit nur selten auch hier jetzt Anlagen, wo man Volleinspeiser machen kann. Vielleicht bei Großanlagen mehr, okay, bei Eigenverbrauchsanlagen eher weniger. Wie dem auch sei, es gibt mittlerweile eine Möglichkeit hier bei Fronius-Anlagen, die auch mehrere Wechselrichter beinhalten, eine Einspeiselimitierung zu setzen. Das war bisher nicht möglich ohne externe Regelung, durch Park-Controller zum Beispiel. Mittlerweile geht das ab dem Softwarestand 1.32. Das ist mindestens notwendig, um dieses Limit oder diese Einstellung zu machen, die ich euch gleich zeigen werde. Und wie funktioniert's? Prinzipiell brauche ich immer einen Masterwechselrichter der neuen Wechselrichtergeneration. Das heißt, ein Masterwechselrichter ist immer derjenige, wo auch der Fronius Smart Meter dranhängt, der am Einspeisepunkt sitzt und für das Gesamtsystem die Messung übernimmt. Das wäre in meinem Fall der Masterwechselrichter. Und mit neuen Geräten meine ich, der muss zumindest einen Piloten verbaut haben. Das heißt, Gen, Toro, Verto, die können Mastergeräte sein. Ein Snap-Inverter kann kein Mastergerät sein. Der kann aber durchaus als Slave-Gerät mit drinnen sein und dann diese Befehle ausführen. Ja, das wäre der erste Punkt. Ich brauche einen Master mit Smart Meter. Das zweite wäre, ich kann jetzt bis zu 19 Slave-Geräte integrieren. Die müssen über das Netzwerk miteinander verbunden sein. Also alle Geräte müssen einfach am selben Switch, am selben Router hängen. Das ist die Prämisse, dass diese Steuerung dann auch funktioniert. Und ja, da kann auch ein Snap-Inverter mit dabei sein. Das funktioniert. Die Kommunikation läuft dann über das Netzwerk über Modbus TCP. Drum müssen sie eben auch im gleichen System sein. Und ja, dann schauen wir uns mal an, welche Regelungen nun vorgenommen werden müssen. Nummer eins ist, wir müssen dem Masterwechselrichter nun sagen, am Web-UI, was das maximale Dach ist, was für ein PV-Generator vorhanden ist. Also zuallererst aktivieren wir den obersten Punkt, Einspeisebegrenzung aktivieren. Dann gehen wir auf die gesamte DC-Anlagenleistung. Das ist wirklich zusammengezählt, alles, was wir am Dach haben, vom Verto, vom Toro, alles aufaddiert. Als nächstes aktivieren wir die dynamische Einspeisebegrenzung, in Klammer Soft Limit. Ganz, ganz wichtig, bitte nicht das Hard Limit aktivieren, sondern das Soft Limit. Hard Limit ist nur für Australien.
brauchen wir im Rest der Welt nicht. Im nächsten Punkt, wenn wir Softlimit aktiviert haben, können wir in Prozent oder in Watt eingeben, was maximal ins Netz zurückgespeist werden darf. Und dann gibt es noch zwei Punkte weiter unten, wo ich einen Fallback, also einen, für den Notfall kann ich hier einstellen, was passieren soll, wenn der Wechselrichter die Kommunikation zum Smart Meter verlieren sollte. Wenn zum Beispiel Kabelbruch oder was auch immer, wenn ich hier ein Störsignal habe oder kein Signal habe, soll der Wechselrichter auf 0% Einspeisung zurückfahren. Das kann ich ihm hier sagen mit diesem Schieberegler. Das heißt, es würde keiner der Wechselrichter produzieren, somit würde auch nichts ins Netz zurückgeschickt werden und ich umgehe etwaige Probleme mit dem Netzbetreiber. Und zum letzten Punkt noch, ich muss hier dann aktivieren, mehrere Wechselrichter limitieren. Das ist ein Switch und sobald ich den aktiviere, macht sich unterhalb ein Fenster auf. Das schaut dann so aus. Da sehen wir nochmal diesen Punkt, mehrere Wechselrichter limitieren. Und unterhalb macht sich dann eine Liste auf an allen Wechselrichtern, die gleich über das Netzwerk gefunden werden. Also da sollten im besten Fall dann alle aufgelistet sein, die im System hängen. Im besten Fall vielleicht schon connected, also er hat eine aktive Verbindung damit. Wenn disconnected dasteht, habe ich ihn vielleicht noch nicht eingerichtet, ich habe die Verbindung verloren, Kabelbruch, LAN-Steck ist nicht angesteckt, dann ist hier noch eine Überprüfung durchzuführen. Und jedenfalls muss ich dann pro Gerät hier ganz rechts einen Schieber aktivieren, ob diese Wechselrichter dann für die Regelung genutzt werden sollen oder ob die dafür verwendet werden sollen. Wenn ich einen Wechselrichter hier nicht finde, dann kann ich auch manuell Wechselrichter hinzufügen. Das ist dann rechts mit zusätzliche Wechselrichter möglich. Da macht sich dann dieses Fenster auf, kann den Namen eingeben, die IP-Adresse eingeben und kann dann sagen, hinzufügen. Also nur für den Notfall, falls mein Wechselrichter im System nicht gefunden wird. Das ist die Einstellung, die ich beim Masterwechselrichter machen muss. Die mache ich genau einmal bei meinem Master. Und dann muss ich bis zu 19 Mal die Slave-Einstellungen machen. Am Slave-Gerät schauen die Einstellungen wie folgt aus. Ich bin wieder am Web-UI der jeweiligen Geräte und gehe dann unter dem Submenü Kommunikation rein und dann gibt es ein Submenü Modbus. Das ist dann hier dieser Screenshot. Und da gibt es unten einen Punkt, der nennt sich Slave als Modbus TCP. Der muss aktiviert werden und weiter unten Wechselrichtersteuerung über Modbus. Erst wenn diese zwei Punkte aktiviert sind, hat der Slave-Wechselrichter den Befehl, den er bekommt, dann auch umzusetzen. Also die Befehle empfängt er ohne diese Einstellungen auch, aber er macht nichts damit. Erst wenn wir diese zwei Schieberegler aktivieren, befolgt er die Regelung und hält sich an die Einspeiselimitierung. Also ganz, ganz wichtig, die Einstellungen müssen für jedes Slave-Gerät gemacht werden. Nicht vergessen, unten dann auf Speichern klicken, sieht man hier im Screenshot. Und ja, das war's. Das sind die Punkte, die für die Einspeiselimitierung gemacht werden müssen. Und dann hätte ich die Möglichkeit, hier für Großanlagen vielleicht ein paar Kosten einzusparen. Wohlgemerkt, für Großanlagen ist fast immer auch ein Parkregler extern notwendig, aber vielleicht kann ich trotzdem hier ein paar Kosten sparen, indem ein paar Features ausgelassen werden können beim externen Parkcontroller, weil hier Fronius intern schon Lösungen vorhanden sind. Gut, das wär's so mal mit der Präsentation für heute. Organisatorisch ganz kurz noch, das Recording wird natürlich wie immer ausgeschickt in den nächsten Tagen. Falls Sie es nochmal nachschauen wollen oder es teilen wollen mit Kollegen, gerne machen. Und in den nächsten Tagen oder nächste Woche wird es dann auch auf YouTube kommen. Das heißt, auch hier können Sie den Inhalt nochmal nachsehen. Bereits erwähnt habe ich weitere Präsenztrainings, Online-Trainings und eventuell auch How-To-Videos auf YouTube. Gerne reinschauen oder vorbeischauen bei uns hier in Wels. Wir würden uns freuen. Und jetzt hätte ich vorgeschlagen, machen wir noch ganz kurz einen Q&A-Part. Ich sehe, ein paar Fragen sind da reingekommen. Die Frage würde ich jetzt ganz kurz richten an Toni. Sind ein paar Fragen, die wir direkt im Chat
beantworten können. Ja, also auf jeden Fall interessant für Gewerbeanlagen bzw. für diese größeren Anlagen ist dann zum Schluss auch die Einspeisebegrenzung gewesen. Und zwar, wie verschiedene Wechselrichter hier eingebunden werden. Werden diese LAN-2-Ports zum Beispiel verwendet auf der Pilotkarte, war eine Frage. Funktioniert das jetzt als Switch oder wie können wir die Daten austauschen? Ist eine berechtigte Frage, bekommen wir oft leider noch nicht. Also es ist nach wie vor unser Ziel und es ist auch auf unserer Prioritätenliste in der R&D angesiedelt. Es wird der LAN-2-Port irgendwann auch noch kommen. Aber derzeit, ganz wichtig, bitte nur LAN-1 am Pilot verwenden. Würde ich am LAN-2 was anstecken, funktioniert es nicht. Es funktioniert leider nicht. Also bitte LAN-1 verwenden. Also dann die Einbindung in ein gemeinsames Netzwerk und dann der Genau. Austausch über dieses Netzwerk, aber nach wie vor über LAN-1-Port. Genau. Gut, das waren eigentlich zu den Gewerbeanlagen die wichtigsten Fragen oder die wichtigste Frage überhaupt, dass man die verbindet. Andere Fragen waren dann auch Richtung Notstrom, Backup. Wollen wir da vielleicht auch noch kurz drauf Natürlich, eingehen? gerne. Und zwar der Backup-Switch war da die Frage. Eines der Fragen also, die Funktion dieser Backup-Switch, ersetzt sie eine beispielsweise Envitec-Box oder ist sie nur teilweise dieser Funktion gleichgestellt? Okay, prinzipiell, sie würde auch durchaus eine Envitec-Box ersetzen. Also sie hat die volle Funktionsumfang, um wirklich einen Notstrom einleiten zu können. Also wirklich das, was eine Envitec-Box macht, in kleinerer Variante. Das wäre dann den großen Vorteil, den wir mit dieser Lösung hätten. Und natürlich auch ja, kleiner, kostengünstiger. Und auch den Ansprechpartner bei Fronius. Das darf man auch nie vergessen. Envitec, so gut es auch sein mag, hat eben auch einen extra Service. Und wenn ich dann ein ganzes Fronius-Paket habe mit Notstromlösung aus dem eigenen Haus, brauche ich wieder nur eine Telefonnummer, ein SOS-Tool und habe alles abgegolten. Also ja zur Frage, das kann ich vollumfänglich als Notstromumschaltung ohne weitere Komponenten verwenden. Und die österreichischen Netzbetreiber sind darauf eingestellt. Die sind schon darauf eingestellt, genau. Wie gesagt, Launchdatum ist ja jetzt gerade um den Dreh rum. Das heißt, der Controller, also die automatische Umschaltung, dürfte schon verfügbar sein. Gerne beim Großhändler schon informieren. Und die händische Umschaltung, die gibt es natürlich auch, die wird jetzt in den nächsten Wochen dann kommen. Also auch hier gerne für ja, informiert bleiben, beim Großhändler nochmal nachfragen. Das kommt bald. Gut, dann werden wir wieder in die letzten Worte gehen. Ja, genau, perfekt. Danke, Toni. Und ja, mir bleibt nur noch eins zu sagen. Herzlichen Dank für die Fragen. Das macht sehr interessant auch für uns. Herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie mal bei einem Training, Webinar oder Online-Training wieder bei uns hätten. In diesem Sinne einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.